Tek tanrıya müzik. È la musica per un Dio. Es ist Musik für einen Gott. Music for the one God. Es sind verschiedene Verschmelzungen. Einmal die Verschmelzung von sakraler Musik mit klassischer Musik, mit Barockmusik. Andererseits auch die Verschmelzung von jüdischer, islamischer und christlicher Musik. Und das eben nochmal musikalisch in Deutschland zusammenzubringen und mit großen europäischen Musikern, eben, also Komponisten wie Vivaldi oder Händel, das ist natürlich eine große Herausforderung, weil das ist eine Weltpremiere. Das hat noch niemand gemacht vorher. Das, was am Anfang singt, ist eine Sura aus dem Koran. Das geht über die Mutter Maria. Die Mutter Maria kommt im Koran öfters vor als im Neuen Testament. Das, was uns alle fasziniert, ist, dieses Zusammenleben der Kulturen und der Religionen hat im Osmanischen Reich in Istanbul zum Beispiel, hat ja jahrhundertelang geklappt. Und wenn wir heutzutage sehen, dass wir teilweise Schwierigkeiten damit haben, müssen wir aus der Vergangenheit lernen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und wenn wir das mit der Kunst und Kultur machen können und hier Signale geben können, da hätten wir schon sehr viel erreicht und das ist eigentlich unser Hauptziel. Thank you. Beginning I do two bar, iki tane bar a cappella var. I do Das ist natürlich wunderbar, weil man mit verschiedenen Klangverarbeiten auch spielen kann. Das heißt, wenn ich bei Vivaldi orientalische Instrumente reinbringe, bringe ich ein völlig neues Gefühl und ein neues Spektrum von Klangwelten rein. Und dass man eben Vivaldi auch anders interpretieren kann, mit orientalischer Seele. Okay. So make the beginning. A beginning is a little different. Yeah, make the beginning to understand for them. Ondan sonra yalnız ritim çalınıyor. Da 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 di 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 dam 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 dam. Yani bir çalsın okusun anlarız, tamam mı? Okay, I will start. Yeah. Thank you.
natürlich immer eine Anspannung da. Die Tickets wurden ja schon ein, zwei Monate vorher gekauft. Wir hatten ja Künstler aus Tel Aviv, also Solisten aus Tel Aviv, aus Berlin, aus Italien, die eingeflogen sind. Natürlich viele auch aus Istanbul. Und es kann natürlich alles Mögliche passieren. Es kann ein Künstler krank werden, es kann sonst wie ein Flug entfallen. Man weiß ja nicht, ob das wirklich, jemand kann krank werden. Es hätte alles Mögliche passieren können und da denkt man sich nur, hoffentlich klappt das alles. Also was ich an der Veranstaltung sehr besonders finde, ist, dass die drei monotheistischen Weltreligionen miteinander vereint werden und dass man eben aufzeigen will, dass im Grunde alle Religionen dasselbe beinhalten, und zwar einen gemeinsamen Gott, obwohl man eben unterschiedliche Religionsansichten hat und auch unterschiedliche Sprachen. Und ich finde es auch schön, dass man die Lieder miteinander verbindet und somit aufzeigen will, wo eben die Gemeinsamkeiten liegen. Wir setzen ein Zeichen mit diesem Konzert. Es ist ja eigentlich erschreckend, das war ja überhaupt nicht geplant, dass die Aktualität Pegida und Charlie Hebdo uns derart einholen. Dass das so schlimm wird, hätten wir uns nicht gedacht, aber wir sind natürlich jetzt mit dem, was wir machen, hochaktuell. Und also das Gefühl war richtig, sowas zu machen, und das war die richtige Zeit. Inspiration, because it's a prayer always. It's not just singing and showing something to the people. It's something that has to go directly to the heart. So it's completely different what we are doing here tonight, I think. Francesco Lombardi Mazzulli, das ist meine feste Sängerin, mit der ich schon seit Jahren zusammenarbeite, und Filippo Minecci, auch in einigen Projekten zusammengearbeitet habe. Ich habe ihn gefragt, und war er sofort begeistert von den Ideen dabei. Und das Orchester genauso. Ich musste nicht Leute überreden, um da mitzumachen. Und wir sind jetzt, ich habe heute mal gezählt, über 160 Leute auf der Bühne, die jetzt auch sehr begeistert mitmachen und froh sind, da sozusagen diese Suppe auch so ein bisschen Gewürze reinzubringen und sozusagen hinter diese Idee stehen, des gegenseitigen Respekts und miteinander Musik zu machen, um eine harmonische Vorlage für ein besseres Zusammenleben musikalisch darzubieten auf der Bühne. Thank you.
the important thing really is to be together and to do something that's special for us, for our heart. We will do our best with music, but I mean, it's something more than music. This is really a unique project. It's something really spiritual also. So I hope people can understand what happens here. Tesbih.